Am Kirchweihtag der Fest der seligen Jungfrau Maria in unserer Gemeinde haben wir das Heilige Sakrament empfangen und hilf uns, nach dem Beispiel des Glaubens und ihrer Liebe so zu leben, dass auch wir dem Werk der Erlösung dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ihre Exzellenz, Herr Generalvikar, hochwürdiger Herr Pfarrer, geehrte Gläubige, mit einem reich geschmückten Strauß sind wir heute hier erschienen. Wir feiern doch den Gedenktag der Weihe unserer ehrenwürdigen und schönen Kirche. Das ist das Haus, das sich Gott zum Wohnort in unserer Gemeinde erkoren hat. Er wohnt mitten unter uns und uns seine vielfältigen Gnaden zu schenken, uns zu helfen, uns in unserem Leid zu trösten und uns seine Liebe zuteil werden zu lassen. Unseren Ahnen war es ein besonderes Bedürfnis, Gott in ihrer Mitte zu haben. So errichteten sie ihm die Kirche, den Wohnort unseres Erlösers und Heilandes. Zu einem heiligen Ort wurde die Kirche geweiht. Unsere Ahnen gedachten oft dieser Weihe und feierten sie Jahr für Jahr mit Gebet und Dank für all die vielen Gnaden, für die Hilfe in schweren Zeiten. Auch wir wollen dem Glauben unserer Ahnen treu bleiben und immer zur Kirche stehen. Ob auch der Feind uns treuet, uns anstürmt, der Hölle Macht, des Heiland Lieb und Treue auf ihren Zinnen wacht. Gott, wir loben dich, Gott, wir preisen dich. O, lass im Hause dein uns all geborgen sein. Der Rosmarinstrauß ist das Sinnbild aller Gnaden, die Gott in diesem Haus gespendet hat und noch spenden wird. Darum bitten wir Sie, Monsignore, und Sie, hochwürdiger Herr Pfarrer, unseren schön geschmückten Strauß zu weihen und zu segnen. Auch uns und der ganzen Gemeinde werde sein Segen zuteil. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten, allmächtiger, ewiger Gott, was du geschaffen hast, ist gut. Es wird geheiligt mit dein Wort und unser Gebet. Dich loben und preisen wir. Dir danken wir für die Macht und Güte. Segne auch, wir bitten, der seligen Jungfrau Maria, die Patronin unserer Kirche, diesen Kirchweihstrauß, damit wir im Glauben wachsen und von dir Hilfe und Schutz erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott.